Und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ist schon etwas länger her, dass so ein richtiges Video gekommen ist. Und deswegen kommt heute mal eins. Wir werden heute so viele Wintermarken sammeln wie möglich. Und morgen ist ja auch Weihnachten. Deswegen wünsche ich euch schon mal im Voraus schöne Weihnachten und ein frohes Fest. Ich hoffe, ihr bekommt viele Geschenke. Aber wir machen jetzt erstmal den Kalender auf und schauen, was da drin ist. Wenn ihr heute noch kein SO gespielt habt und ihr selber eine Überraschung haben wollt, was im Kalender ist, dann spult jetzt lieber vor, ohne dass ihr das seht. So, die 23. Was haben wir denn hier drin? Okay, wir haben drin. Okay. Die ist ja wirklich weiß. Die sieht ja mal, oh mein Gott, aus im Inventar. Oh mein Gott. Aber die lassen wir jetzt nicht an, sondern machen hier jetzt mal die Rennen. Und ich werde euch mal so ein bisschen was erzählen. Also wir haben, also wenn ihr möchtet, kann ich mal ein Bild hochladen auf YouTube von unserem Weihnachtsbaum. Ich weiß jetzt zwar nicht, was da so gerade wichtig dran gewesen ist. Aber egal. Es liegen auch schon ein paar Geschenke unter, die von mir sind. Für meine Oma, für meinen Papa und für meine Mama. Und jetzt zu Star Stable. Es sind ja die neuen Pferde rausgekommen. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Also einmal dieses Einhorn. Und dann noch... Und dennoch der Isländer mit dem mit Schnee bedeckten Brücken und so. Ich finde ihn einfach so unfassbar schön und ich würde den so gerne haben. Aber ich habe einfach nicht genug Star Coins. Ja, und das ja finde ich immer noch irgendwie so lustig und cool. So, erste Rennen ist geschafft. Dann machen wir jetzt das zweite Rennen und ich hoffe, ich schaffe es, dieses Video hochzuladen, weil also auch wirklich heute, weil ich darf an einem Tag immer nur eine halbe Stunde spielen und das gehört auch zum Video schneiden dazu und ja, meine halbe Stunde und deswegen muss ich gucken, ob ich das irgendwie noch schaffe zu schneiden. Wäre halt auch schon cool. Wisst ihr, immer wenn ich galoppiere, drücke ich einfach die ganze Zeit auf die W-Taste. Ich weiß auch nicht warum, aber man muss nicht die ganze Zeit drauf drücken, aber ich mach's irgendwie. Und ich denke, das hört man auch sehr oft. Ja, ich kann damit halt einfach nicht aufhören. So, das Rennen wäre denn jetzt auch geschafft. Jetzt machen wir diese Aufgabe mit den Polarfüchsen. Oh, das war gut. Hier beim Ranger. So, die armen Polarfüchse, was macht ihr nur mit denen? Hallo. Möchte euch anrempeln. Aber heute ist es schwieriger als gedacht. So, dich habe ich auch. Noch zwei, nur noch einen. Und da hinten bist du also. Vielleicht kommst du mir hier nicht davon, hast gehört? Hab dich.
So, jetzt holen wir uns die Wintermark ab. Und jetzt gehen wir zu diesen Dingern da, zu diesen Schneeflocken. Da bekommt man ja auch Wintermarken. So. Nee, doch nicht. Was haben wir hier? Suche. Okay. Geh rund um das. Okay, gut, die müssen wir jetzt erledigen. Deswegen, da können wir auch noch warten. Deswegen gehen wir erstmal hier hin. Kann man hier gar nicht klicken. Ach, schade. So. Hier holen wir uns jetzt nochmal die Winzermarke. Jetzt holen wir. Also, wir müssen gefühlt ans andere Ende. Ach, stimmt. Geht ja auch noch. Sind wir näher dran, glaube ich. Wenn ich jetzt gerade nicht die Zeit verschwendet habe. Und ich habe die Quest mit dem Yeti übrigens auch schon gemacht. Und ich weiß nicht, aber ich finde die irgendwie so cool. Ich habe noch nie wirklich eine Story-Quest gemacht. Also, ja. Deswegen war ich da halt so ein bisschen verwundert, dass man bis zum nächsten Update warten muss. Natürlich, beim letzten ist immer was. So, haben wir jetzt das Pinguin. Rennen. So, und wenn ich damit fertig bin, dann bin ich, glaube ich, mit den Dingen in Winterdorf fertig. Dann gehe ich wieder nach Jorvik und mache dann da, glaube ich, auch das Pinguinrennen in Whaledale. Schneller, los. Ich bin es noch nicht so oft geritten und ich hatte das. Hä, warum springt der hier denn nicht? Und ich hatte das letztes Jahr irgendwie nicht. Wo das halt rausgekommen ist. Deswegen bin ich da drin nicht so gut. Dann muss ich hier irgendwo lang. Achso. So, das haben wir schon mal. Jetzt wieder zurück nach Jorvik. Aber was hat er den Punkt auf der Karte markiert? Und nicht im Winterdorf? Ja. Wo müssen wir hin? Moorland. Okay, let's go. Okay. So, gut. Können wir jetzt noch irgendwelche Agathe an? Oh, ich mache das mal lieber aus. Außer das Pinguinrennen in Whaledale. Ich glaube nicht. Das ist dann nämlich ja unser letztes Ding mit Wintermarken. Und dann werde ich gucken, was ich mir holen kann. Hallo. Flipper. So, fertig. Wie viel haben wir jetzt? 13. Naja, mit 13 werden wir echt nicht weit kommen. Aber wir versuchen es mal. Mir fällt jetzt gerade auch nichts ein,
wo man noch was sich holen könnte. Nope. Aber okay, wir schauen, was wir ergattern können. So, im Winterdorf angekommen. Jetzt schauen wir, was wir uns holen können. Mann. Das ist fast nichts. Was ist das hier? Ich werde verrückt. Man möchte mir was von diesem Outfit hier holen. Es gibt nichts, was ich mir holen kann. Mann. Gut, dann holen wir uns eben nichts. Ja, aber das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr dir Video auch gerne Like da lassen. Den Kanal hier unten kostenlos abonnieren, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Tschüss.